Das ist so diese Mucke, wenn du abends im Bett liegst und draußen ist es dunkel und du schaust einfach nur aus deinem Fenster raus, schaust dir die Straßenlichter an und hörst das. Das ist einfach der Vibe. Oder du bist einfach gerade zu Fuß unterwegs, durch die dunklen Straßen einer Stadt, niemand anders da. Am besten gehst du irgendwo lang, wo du noch nie vorher warst, hast Kopfhörer drin, diese Mucke an. Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel BMT. Heute gibt es wieder ein BMT React. Wir reagieren auf The Winter of Our Passing von Katatonia. Die haben nämlich ein neues Album rausgebracht, City Burials. Das habe ich auch als CD hier zu Hause. Und da gibt es ein offizielles Video zu The Winter of Our Passing. Das Album habe ich bisher nur auf Arbeit gehört, weil ich darf auf Arbeit Mucke hören, aber da läuft das dann halt natürlich nur nebenbei und da kann man sich nicht vernünftig drauf konzentrieren. Zu Hause bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen reinzuhören, weil es irgendwie gerade nicht so mega zu meiner Stimmung passt, aber da werde ich auf jeden Fall auch nochmal zu Hause schön mit Kopfhörern reinhören und das ganze Ding einmal wirken lassen. Und ich würde aber sagen, wir schauen uns das ganze Ding jetzt mal an. Katatonia ist eine Band, die ich auch schon ein bisschen länger höre. Die machen so, ja, die haben angefangen mit Doom Metal, würde ich sagen, so, und das ging dann, das ist irgendwie inzwwischen so Progressive Rock, Dark Metal oder sowas. Aber auf jeden Fall feiere ich die mega. Und die sind immer schön atmosphärisch dunkel. Und da schauen wir jetzt mal zusammen rein und hören uns das Ding an. Ey, ich feiere die Basslinie im Hintergrund, die klingt irgendwie mega geil. Frage mich, wie das mit dem Video gemacht wurde. Es sieht halt so aus, als hätte jemand da mit seinem Finger, wird da irgendwie mit Farbe oder sowas drüber streichen und das ergänzt sich dann die ganze Zeit. Ist aber irgendwie auch cool. Da wird das alles halt eher so schemenhafter dargestellt und man erkennt nicht ganz genau, was es sein soll, aber dass das jetzt hier Menschen sind und das hier Gebäude, das erkennt man schon auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob mir das gerade nur so vorkommt, aber ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass der Gesang ein bisschen leise ist. Aber vielleicht muss auch so. Also auf jeden Fall wieder schön atmosphärisch, so wie ich das von den Jungs kenne. Aber es ist einfach geil. Das ist so diese Mucke, wenn du abends im Bett liegst und draußen ist es dunkel und du schaust einfach nur aus deinem Fenster raus, schaust dir die Straßenlichter an und hörst das. Das ist einfach der Vibe. Oder du bist einfach gerade zu Fuß unterwegs, durch die dunklen Straßen einer Stadt, niemand anders da. Am besten gehst du irgendwo lang, wo du noch nie vorher warst, hast Kopfhörer drin, diese Mucke an. Hey, cool, soll das gerade darstellen, wie jemand anderen zeichnet, aber es ist gezeichnet. Also es ist gezeichnet, dass jemand anders gezeichnet wird. Crazy. Ja, auch dadurch, dass das natürlich nur schwarz-weiß ist, unterstreicht das einfach diesen dunklen Charakter der Musik. Feeling that
Oder ist das diese Wasserfarbe? Also dieses, wo du Wasser hast und dann da das drauf machst? Das könnte sein. Stimmt, das sieht ja auch aus, als ob hier so der Finger ist, der das da so reinmacht. Also, aber der wurde irgendwie so richtig, also den erkennt man nur so schemenhaft. Ja, ich glaube, das ist das. Ich finde die Stimme vom Sänger von Jonas auch einfach richtig geil. Also, die passt einfach genau für diese Art von Musik. Ich glaube, das sollte gerade das Albumcover darstellen. Also mit dem Typen mit der Krone auf. Oder hat er eine Krone auf? Ich glaube schon. Video bei Konstin Chiorianu. Oder Chiorinu? Frag mich nicht, wie man das ausspricht. Ja, geil. Also, ich bin auf jeden Fall ein Fan von der Mucke von denen. Es hat einfach diesen dunklen Vibe, der einfach manchmal richtig nice ist. Und, jo, hat mir auf jeden Fall gefallen. Der Song, den kannte ich ja auch schon. Aber jetzt den auch nochmal auf Kopfhörer zu hören, war auf jeden Fall richtig gut. Das muss ich mit den anderen auf jeden Fall auch noch machen. Und auch mehrfach. Einfach um das ein bisschen mehr zu spüren. Ich finde so, wenn du es so nebenbei hörst, dann spürst du das nicht so mega. Also es kann auch cool sein, aber auf jeden Fall das Ding nochmal auf Kopfhörern hören. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und Freunde, the songs reminds me of a racing heart von Dead End Kings ist der Song. Ein bisschen. Ja. Aber ich finde, der ist doch nochmal ein bisschen anders. Auf jeden Fall, Freunde. Hört da mal rein bei den Jungs von Katatonia und checkt die auch mal auf Social Media aus und hört in das neue Album City Burials rein. Ist ja schon draußen. Dazu kam, denke ich mal, auch das Video. Ich weiß nicht mehr genau, ob das der Release-Day... Doch, das müsste der Release-Tag gewesen sein. Und, yo. Ah, hier haben wir auch noch... Sind das die Lyrics? Das müssen die Lyrics sein, yo. Nice. Ah, genau, hier. Jonas Renkse, der Sänger. Mega Stimme. Mega. Passt einfach genau dazu, zu diesem Dunkel. Das hat auch so ein bisschen was Gothic-mäßiges, finde ich. Auf jeden Fall, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Mucke haltet. Und von dem Song, von dem Video. Ich finde es auf jeden Fall alles cool gemacht. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt BMT Reacts. Lasst mir für dieses Video gerne einen Daumen und ein Abo da. Und ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei. Ciao.